Die Sportklamotten bleiben heute zu Hause. Dafür wird aber die Kochschürze umgebunden. Trainer Markus Weinzierl schlüpft in die Rolle eines Chefkochs. Beim FCA-Exklusivpartner Segmüller in Friedberg kann er sein Können unter Beweis stellen. Man darf gespannt sein auf seine Spezialität. Was ich jetzt kochen kann, ist Fischstäbchen zum Beispiel. Das kriege ich hin. Aber der Rest wird schon schwerer. Nun kommen auch die Spieler Tobi Werner, Jan-Ingvar Kaltzenbracker und Daniel Bayer zur Unterstützung dazu. Von den Profiköchen können die Profispieler noch einiges lernen. Tricks zum Beispiel. Das Küchenchef-Tricks hat er uns sozusagen versucht zu vermitteln, wie man zum Beispiel herausfindet, dass das Öl die richtige Temperatur hat. Oder jetzt, wir durften hinten ja auch Wachteleier kochen, worauf man da achten muss. Und ich meine, ja, einfach damit das gelingt und perfekt wird, hat uns ein paar Tipps gegeben. Der Gastgeber jedenfalls ist beeindruckt, wie gut sich die Profisportler doch schlagen. Ja, wunderbar. Spitzenmäßig. Ich habe gerade drüben gesagt, eigentlich ein Fußballer kann selten kochen. Aber die haben es hervorragend gemacht. Aber ob die FCA-Profis wohl auf den Geschmack gekommen sind, werden sie nun auch leidenschaftliche Köche? Mit der richtigen Anleitung, warum nicht? Also es macht ja bestimmt auch mal Spaß und so, und mal eine nette Abwechslung. Und wenn es am Ende dann auch gut schmeckt, umso besser. Klar, könnte ich mir schon vorstellen. Weil jeder hat seine Talente und mein Talent liegt jetzt nicht so beim Kochen. Trotzdem, Spaß gemacht hat's allemal. Gelernt haben sie auch was. Deshalb kann man nun zum gemütlichen Teil übergehen.